fast schon nicht mehr sagen, im Wonnemonat Mai, denn der Mai neigt sich dem Ende zu. Der letzte Sonntag im Monat, Zeit für eine neue Ausgabe von Radio Menschen und Geschichten. Und heute verlosen wir nicht nur das in der letzten Sendung angekündigte Überraschungspaket von Radio Belarus, sondern auch was ganz Besonderes, ein richtig großer Preis. Worum es geht, gleich mehr dazu nach den Themen der heutigen Sendung. Der polnische Auslandsdienst ist seit Anfang Mai nach zweijähriger Abstinenz mit einem deutschsprachigen Programm zurück. Wir sprechen mit Joachim Czeski aus Warschau über die Entscheidung, die Sendungen wieder aufzunehmen. Die Ukraine hat den Eurovision Song Contest gewonnen. Doch der ukrainische Rundfunk befindet sich im Umbruch und ist ziemlich klein bei Kasse. Veronika Kramer aus der Ukraine berichtet, was das für die Austragung des ESC bedeutet. Eine Stimmungsaufnahme aus dem Niederland. Facebook als der wichtigste Nachrichtendienst? So ist es für die Menschen in Krisengebieten. Welche Rolle spielen ausländische Rundfunkangebote wie die BBC in einer Krisenregion? Daniel Köhler spricht mit einem syrischen Flüchtling über den Medienkonsum vor Ort. Über 4.500 Rundfunkskripte aus der Anfangszeit des Radios sind hier in